Es sieht so aus, als wäre ich hier drin gefangen mit diesem brutalen. Ochsgehirn, Fleischkopf. Also sind meine Chancen sehr gering. Es umrundet bereits den Raum, um mich zu wittern. Keine Chance, mich im Dunkeln zu verstecken, wenn ich nicht raus kann. Oder kann ich? Da ist, hier ist ein Teleporter, aber ich finde keinen, aber ich sehe keinen Weg dorthin. Wie auch immer. Ich muss niederschreiben, was ich herausgefunden habe. Viele der Türen auf diesem Level benötigen Eisenschlüssel. Aber der Schlüssel, der gebraucht wird, um die alte Tempeltür zu öffnen, ist anders. Mir wurde gesagt, dass hier ein Edelstein ist, ein Amethyst. Und etwas über eine Drachenstatue. Ich habe nichts in der Nähe gesehen, was darauf passt. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Trubel zu bedeuten hat. Ich bin mir nicht sicher, was es meint. Was damit gemeint ist. Das Problem ist, dass hier so viele Einstürze waren. Ich weiß, dass das, was ich suche, hier ist. Die Schüssel der sieben Jahreszeiten steht nicht immer fest in einem Platz. Als ob es einen eigenen Willen hat. Und kommt und geht, wenn es sich verdammt nochmal danach fühlt. Aber ich bin da. Es ist vielleicht direkt, es ist womöglich direkt unter mir. Auf der nächsten Ebene oder so. Ich sollte vielleicht damit aufhören, hier zu schreiben und mich auf meine Überleben zu konzentrieren. Ich frage mich, wofür dieser Knochengürtel ist. Vielleicht ist es ja Bonecraft-Rüstung. Ja, also Drache haben wir hier und einen Amethyst hatten wir auch hier. Der Door nach zu Central Arcadia müsste jetzt offen sein. Es hat aber nur für weitere Cave-ins gesorgt. Na komm mal her, die Kalle. So, nicht direkt vor der Tür stehen, sonst... Tribal Bonecraft Belt. Grimoire of Belt Bonecraft. Eine Leather Cap, noch ein Linecloth. Brauchen wir eigentlich nicht. Brass Knuckles. Unarmed Combat. Ja, Unarmed Combat haben wir leider nicht. Also ja, gucken wir mal. Die Notiz. Habe ich was, wo ich Notizen aufbewahre? Genau, hatte ich was. Essen. Ja, er kommt wieder näher. So, die überschüssige Ausrüstung gebe ich mal an sie ab. Bah, ich brauche mehr Schädel. Ich brauche zwei Plain Ones. Two Plain Ones on top. Und zwei leiser Echsenklauen am unteren Teil. Wo finde ich hier eine Echse? Ich frage mich, ob ein
Knochenamulett in die Mitte kommt, also so eine Knochenhalskette. Ich habe nicht genug Wasser, um die Schädel zu säubern. Vielleicht sollte ich den Blutgetränkten in der Mitte lassen. Ich bin kein Dieb, der Leute den Rücken sticht. Aber ich bin ein sehr guter Schläger und Treffer. Oder was Puncher and Hitter auf Deutsch auch immer heißt. Ich bin jetzt hungrig. Tribal Bonecraft Belt. Remore of Belt Bonecraft. Bonecraft Belt, also Gürtelritual. Dieser Grimoire kann benutzt werden, um ein Knochenritual, also ein Bonecraft-Ritual zu verführen. Wenn die korrekte Anordnung von Knochen und Schädeln an dem Gürtel hängen, wird das Ritual vollzogen und der Träger des Gürtels kriegt Bonusse. Abhängig davon, welche Anordnung genutzt wird. Viele Stammeskrieger entschieden sich, ihre Triumphe zur Schau zu stellen, indem sie die Knochen ihrer Eroberungen an einen sogenannten Trophäengürtel gehängt haben. Außerdem wird darüber gestritten, dass die Geräusche, die die Knochen machen, wenn sie aneinander schlagen, das Schleichen verschlechtern. Und ein eleganter Krieger sollte sich im Klaren sein, dass die Furcht, die so ein gut präsentierter Gürtel verursacht, dass der Gürtel halt die Furcht verursacht, sollte das Ganze aufheben. Der Grimoire Acts, also Ritual Trigger, also der Grimoire funktioniert als Ritualauslöser. In einer korrekten Anordnung von Knochen und Schädeln, die innerhalb des Gürtels gehalten werden, erlaubt das Grimoire eben, dass das Ritual vorangeschritten werden kann. Die Knochen und Schädel, die an dem Gürtel befestigt sind, werden aufgebraucht und Bonusse werden dem Träger des Gürtels verliehen. Tribal Bonecraft Belt plus 4 Protection. Bonecraft Belt nur für Kämpfer und Rogues, die den Headhunter-Skill besitzen, können die Trophäe für Bonecraft-Rituale verwenden. Ja, ich habe aber, glaube ich, keinen Headhunter, oder? Nein. Das heißt, du gibst nur Protection, aber nicht mehr. Also ja, das hebe ich mal auf, die drei Sachen. Die sollten eigentlich alle dreimal zu ihm. Weil die sind sauber, aber wie kriege ich Blutgetränkte? Egal jetzt. Das ist schon mal Bonecraft.
So, wie kriege ich ihn jetzt dazu, wegzugehen? Jetzt muss ich mal kurz warten. Es dreht er sich wie blöd da auf der Stelle. Dann gehe ich noch ein paar Felder mehr weg. Hier finde ich keine Lizardknochen. Hier finde ich eigentlich nur Wasser. Und ja, ich weiß gar nicht, kann ich das Wasser hier mit verwenden? Nein. So, da wo du rausgekommen bist, da liegt nichts drin. Dann gucken wir mal, wo der Teleporter hingeht. Trap Controls. Ja, ich darf nur nicht drauf vergessen, dass der da hinten noch rumwuselt. Der verdammte Ogre. Wow. So. Du kannst immer noch nicht ausgelöst werden. Ja, das klappt, aber wenn ich wieder da drauf trete. Autsch. Was zur Hölle bist du denn? Vor allem bist du allein hier unten? Du bist eine ziemlich creepy aus. Sehende Schnecke. Du bist eine Schnecke ohne Schneckenhaus. Das siehst so fast aus. Und du hältst verdammt viel aus, muss ich sagen. Sehr viel hältst du sogar aus. Und ich sehe bald nichts mehr. Wow, du warst heftig. Leechfilet. Und dann. Also Leech ist normalerweise ein Blutekel. Und ich war eigentlich der Meinung, ich hätte hier irgendwo einen Schalter oder so gesehen. Also jetzt gerade eben beim Rumlatschen. Habe ich mich wohl verguckt? Du bist immer noch deaktiviert. So.
Das bringt nichts. Okay.